Wir müssen noch viel enger hier auf dem Boden sind. Da stehen wir gleich im Weg. Wir müssen richtig eng noch weiter. Noch weiter. Sam. So, stopp. Sam lässt sich so schwer bewegen. Das ist immer so ein bisschen ein Problem. Stefano hat es wirklich getrunken. Stefano. Ja, Stefano ist relativ neu bei uns. Der macht noch alles, was wir sagen. Das ist... Er kommt, by the way, kommt er von Italien. Because we are very international, you know. Ja. Stefano. Babbe de Bubedi. Ja, thank you. So, das war nur ein bisschen italienisch, wir haben kurz ein bisschen gehört. Wir wollten jetzt in die Sun Studios mit euch und damals, als wir dort waren, letzten Mai, haben wir uns einen Traum natürlich erfüllt, dort aufzunehmen, aber vor allem haben wir bis dahin ja eine goldene Regel gehabt, niemals Originale aus den 50ern aufnehmen. Ja, die Regel haben wir jetzt auch aufgegeben. Aber wir hatten auch mal die Regel, nimm niemals einen Italiener in die Band auf. Das haben wir ja auch im Raum versagt. Ja, aber einer muss uns ja leckere Pasta machen. Ja, richtig. Pasta. Pasta. Ja, und deswegen haben wir da in Memphis angefangen, das erste Mal einen originalen Song aufzunehmen. Wer kennt denn die Sun Studios? Wer weiß denn, dass Elvis Presley seine erste Album aufgenommen hat? Wir gehen immer so natürlich davon aus, dass alle Leute wissen, was die Sun-Studios sind. Also es ist kein Sonnenstudium eigentlich im Sinne, das müssen wir dazu sagen. Also man geht da nicht rein und kommt braun wieder oder rot. Orange meistens. Basti rot. Basti. Auf jeden Fall haben wir dort einen Song aufgenommen. Den singen wir jetzt gleich bei euch. So weinen gleich. Was meinst du? Das klang ein bisschen so, als wenn du gleich weinst. Ja, das war ja auch toll. Das muss man ja echt sagen. Also 2007 haben wir uns in Berlin kennengelernt und den ersten Song, den wir... Ja, kriegst du nachher. Hast du jetzt wegen Berlin oder wegen 2007 gejubelt? Den ersten Song, den wir gespielt haben. Den Nein, du bist von Italien. Berlin in Berlin. Berlin in Berlin. Das ist heute schon ein Applaus wert. Geil. Say hi to Berlin. Hallo. Yeah. Da freuen sich drei Leute. So ein sexy Akzent. Sag mal hi Leipzig. Hallo Leipzig. Plötzlich kannst du Deutsch? Ja, aber bei dem Leipzig, da waren schon wieder einige Frauen so, oh süß, er kann kein Deutsch. Auch das ist schon ein Applaus wert, Wahnsinn. Gut gemacht, Stefano. Ja, auf jeden Fall haben wir diesen Song aufgenommen jetzt in Memphis, Tennessee. Und das war der erste Song, den wir harmonisch miteinander gesungen haben. Was für einen Job willst du? Du möchtest das Shirt von ihm haben? Du wolltest mich auch schon, aber du trägst doch XS. Da brauchst du für mich sein Shirt. She wants your shirt, man. She wants your shirt. Yeah. Later. Maybe later. Das Problem, er kann es dir nicht geben, wir haben es ihm geliehen. Genauso wie die Gitarre. Basti, komm, geh einfach mal vor auf das... Ja, kommt bei mir nicht mehr zum Punkt, was wir jetzt machen wollen. Genau, wir singen diesen Song jetzt für euch. Und wenn ihr den Text kennt, macht einfach mit. Ist ja ganz einfach. Ist das hier wie bei DSDS, so ein X, auf das man sich stellen muss, das ist eine Falltür. Achso, ja. Wenn du versagst, drücke ich den Knopf. Warum hat man das, bei keiner Castingshow bisher eingeführt? Die Falltür der Schande. Gut. Okay. Der arme Mann, der hat die Sendezeit dann sehr kurz werden. Aber es wäre sehr lustig. So, ihr seht, Basti macht sich schon locker. Basti macht sich locker in der Hüfte. Jetzt ist die Hüfte. Muss ein bisschen in the feeling kommen, ne? Basti, der Oberkörper ist noch ein bisschen steif. Kannst du da noch ein bisschen... Ja. Alright. Auch das ist schon gut. Okay. Okay. Dein Nacken auch noch erzählen. Das waren die Finger. Danke. So einfach? So leichter geht es heutzutage, ne? Bei DSDS wird es auch immer leichter. So. Alright. Well, it's one for the money. Vielen Dank, die schönen Abend noch. Ciao. Also jetzt werden aber alle gesegnet, praktisch. Gestern online abgeschlossen, diesen Segnungskurs. So, pass auf, jetzt kommt hier. Also, was muss ich sagen? Leipzig. Ein Schwabe lernt Sächsisch, das finde ich super. Ist schwierig für Schwaben, tatsächlich. Ja, bitte. Verurteilt mich nicht. Das ist ein Fall wie Basti. So kacke sah das aus. Schlimmer. Ist das jetzt Mariah Presley? Geil, du bist ein Ich hab die zweite Zeile vergessen. Two, es fängt an mit Two. Bist du gerade.
Können wir nicht surfen heute Abend, Sam? Geht gar nicht ab. Sam, am 15. Juni spielt ihr Johannes Oerding. Bis dahin müsstest du fertig sein, ja. Ja, September. Das geht schon. Wo hast du das? A tune for the show. Danke, 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 sprühe ich Glasreiniger aus meinen beiden Polbacken. Oh Gott, wir sind Kinder im Publikum. Ja. Nimm wenigstens Scheuermilch. Das ist jetzt hier Augen auf bei der Berufswahl. So, spürt ihr das? Oh nein. Sag mal, spürst du das? Ich spür's nämlich leider nicht mehr. Hier, Dieter Bohlen hinter dir redet gerade mit dir. Sie redet, wenn überhaupt, mit meinem Arsch. Ich kann sie nicht sehen, also kann ich sie auch nicht hören. Kann ich noch mal kurz, um welchen Song geht's hier gerade? Ja. Three to get ready. Blue sweat shoes.